Ich bin Johannes Schmidt-Mosig und organisiere für In Zukunft schaffen den Club Maker Garage. Und das ist ein informeller Verbund von Makern, Maker-Interessierten, aber mit dem Fokus auf bildungsorientierte Maker. Also sprich Schulen assoziiert oder zumindest mit dem Fokus auf Schüler. Es muss nicht an der Schule sein oder in einer Schule. Und an Universitäten, da aber dann auch offen für alle und nicht nur für die Studenten. Kannst du kurz deinen Hintergrund erklären? Wie kommt man zu so einem Job? Vielschichtig. Zum einen von zu Hause aus immer gebastelt, mit meinem Vater vor allem Technik auseinandergenommen. War cool, aber nie so ganz mein Fokus. Ich komme eher aus dem Biobereich, habe bei Jungforsch mitgemacht und hatte schon immer den Drang dazu, diese biologischen Sachen irgendwie mit den technischen Methoden, die ich kennengelernt habe, zu zerlegen, das zu analysieren oder das auch zu verbinden. Und habe das im Jungforscher-Netzwerk dann auch recht viel gemacht und Workshops entwickelt aus dem Biobereich und jetzt mit dem App Inventor, also eine kleine Programmierumgebung zum Programmieren lernen für Schüler, wo ich diese Fähigkeiten dann einsetzen konnte und bin darüber dann immer wieder mit Makern in Kontakt gekommen, mit echten Makern. Wenn dann so Fragen ankamen wie kriege ich eine Kamera unter eine Drohne oder sowas, und das war dann der Knackpunkt, dann haben die irgendwann mal mit Zukunftschaft mit mir geredet und dann war das eigentlich klar. Du studierst aber noch nebenbei. Ich studiere noch Tiermedizin und das ist halt auch quasi der klassische Maker in den Naturwissenschaften. Wir haben wenig Geld zur Verfügung und wir müssen trotzdem genau das abliefern, was der Kunde von uns will. Und ein Landwirt will nicht viel zahlen, will aber Intensivpflege. Und dann wird improvisiert, was das Zeug hält. Und ja, da kommen dann so diese sehr kreativen Gedanken manchmal bei rum. Berufswunsch ist Tierarzt oder Maker? Eher Maker. Also wenn alles gut läuft, stehe ich nicht im Stall. Okay. Wo bist du zum ersten Mal mit Makerspaces in Berührung gekommen und was hat dich daran fasziniert, außer jetzt deine Herkunft, deine Arbeit in der Werkstatt mit deinem Vater? Das erste Mal, also so richtig, dass es ein offizieller Makerspace war, müsste irgendwann 2015, 2016 gewesen sein, also noch gar nicht so lange her. Aber in so informellen Sachen sehr viel früher. Ich habe Schulfreunde gehabt, die sich abends oder nachmittags zum Hacken getroffen haben. Das war so das erste Mal, wo ich mit dabei war, wo wir dann eben auch so Sachen gemacht haben wie Wardriving. Wir sind also durch die Städte gefahren, haben, also meine Heimatstadt, haben offene WLAN-Netzwerke gesucht und haben aber auch probiert, uns in Bluetooth-Radios oder WLAN-Radios und so weiter einzuhacken. Aber auch das auf alles, was irgendwie technisch und wo man sich anschließen konnte, zu verbinden. Also wir haben dann auch probiert, die Signale von den Funkfernbedienungen von Helikoptern, so kleinen Modellflugzeugen zu kapern. Das war so der Einstieg, auch wenn ich damals überhaupt nicht an Maker gedacht hatte, weil ich gar nicht kannte. Deshalb kamen wir jetzt eben ins Gespräch. Du hast einen ziemlich guten Überblick über Makerspaces in Deutschland, habe ich den Eindruck. Kannst du das mal so, wenn du jemandem das erklären müsstest, was da so im Moment passiert? Was erkennst du da? Was siehst du da? Wir haben momentan eine relativ interessante Dissoziation in dieser Szene. Früher waren das Garagenbastler. Und es war irgendwie, jeder hat für sich rumgewerkelt und das war, ja, ein Makerspace war ein Makerspace. Was das war, hat der entschieden, der da drin saß. Und das waren wirklich meistens einer und ein näher, meistens männlich oder so drei, vier Personen, irgendwas so zwischen 20 und 30, die noch keine großen Verpflichtungen hatten. Und das ändert sich gerade erheblich. Zum einen gibt es die und die werden immer mehr und die bleiben bestehen. Die werden ein bisschen größer, ein bisschen professioneller, man hat mehr Werkzeuge. CNC-Fräsen werden erschwingbar für den einzelnen Maker. Und das ist wirklich dieses ganz archaische, wir basteln vor uns hin. Uns ist total egal, was andere Leute davon halten. Und wenn jemand sagt, das ist nicht sinnvoll, dann mache ich das trotzdem. Das ist der eine Teil. Dann haben wir einen Teil der Maker-Szene, die wirklich in diesen Bildungsfokus abrutscht. Die sagen, was heißt abrutscht, die sich dahin verschiebt. Wir bieten vor allem für Schüler, Leute bis 18 oder halt bis die Schule vorbei ist und vielleicht noch Auszubildende was an, in denen die rumspielen können mit entsprechenden Werkzeugen. Da steht dann halt keine Kreissäge mehr rum, weil das ist irgendwie uncool mit 12-Jährigen. Sondern da wird dann mehr gelötet, da werden vielleicht aber Handys nochmal aufgeschraubt und mit rumgespielt. Da wird viel mit Holz gearbeitet, dass man dann kleine Rennautos bastelt oder kleine Raketen oder ein neues Mauspad. Weil für mein Minecraft-Gaming ist halt cool, wenn ich dann das ganze Film bei YouTube stelle, dass ich ein schönes, selbstdesigntes Holzmauspad habe. Das sind dann so da die Ideen. Und der dritte Bereich ist wirklich der, indem man damit Geld verdient. Und das ist eine ganz neue Entwicklung, die in den letzten paar Jahren groß geworden ist. Sowas wie der Hafen oder das Protohaus in Braunschweig, der Hafen ist in Hannover. Das sind Maker, die haben jahrelang in einem Makerspace rumgewerkelt und haben irgendwann gesagt,
daraus, das soll jetzt mein Beruf werden. Die gründen einen neuen Makerspace, statten den mit dem feinsten technischen Zeug aus, was man findet, meistens in Kooperation mit großen Firmen, und haben da alles, was man sich vorstellen kann, haben einen Coworking Space meistens mit dran. Und der ist dann teuer, der kostet dann eine Monatsmitgliedschaft 90 Euro oder 200 Euro oder 150 Euro. Dafür kann ich alles machen, und das ist eine ganz andere Zielgruppe als die ursprünglichen Maker, weil das, die Leute sind so zwischen 40, 35, 40, 45, die Kinder sind aus dem Haus, beide verdienen, und die wollen jetzt Dinge schaffen. Die wollen nicht diesen Produktionsprozess haben, wo ich 100 Stunden daran bastel, um einen 3D-Drucker zu bauen, die wollen den direkt benutzen. Und die verdienen halt auch so viel Geld, dass es für sie sinnvoller ist, da diesen Jahresbeitrag zu bezahlen und dann direkt was zu schaffen, als ganz viele Stunden damit zu investieren, erstmal was aufzubauen, um dann was zu schaffen. Und diese Entwicklung wird sich, glaube ich, verstärken, also dass man immer mehr diese Dreiteilung hat und die auch immer weniger miteinander zu tun haben werden, weil die sich jeweils, die klassischen Maker, die finden das erbärmlich, dass man was für Geld macht. Das geht nicht in dem Konzept. Und die finden das auch schon komisch, wenn man da was ausgründet oder Sachen verkauft, die man da produziert hat. Die Maker, die das gegen Geld machen, die finden das komisch zu sagen, nee, da nehme ich jetzt kein Geld für, weil man ja einen Großteil seiner Freizeit rein investiert. Und die Schulmaker, naja, die machen halt dann nicht ganz so coole Projekte. Die machen nicht ganz so große Sachen. Die werden dann immer so belächelt mit, ja, spielt doch mal. Und die gucken sich die anderen gleichzeitig an, weil es halt meistens Lehrer sind, die das gründen, die jetzt nicht so viel Erfahrung damit mit Technik haben und mit kreativem Umgang und immer so diesen Schulhintergrund haben, ich muss den Leuten was beibringen und nicht, ich stehe dahinter und lass sie sich selber was beibringen, lass sie selber was entdecken. Die sind immer so dann zwischen den Stühlen, weil sie auch nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Vielleicht sollten wir kurz hier anmerken, dass ich dich nicht dazu ermuntert habe, genau das zu sagen, weil das ist genau mein Denken eigentlich. Wie denkst du, ist so überhaupt dieser ganze Lernprozess? Wo lernen denn dann Leute, wenn sie das nicht irgendwie vermittelt bekommen in irgendeinem Kurs? Wie lernen die das, Maker zu sein? Wenn sie intrinsisch motiviert sind. Also der Grundgedanke muss wirklich von der Person selber auskommen, die sagen will, ich will was schaffen. Die hat irgendeine total bescheuerte Idee. Sei es, ich will meine Uhr reparieren oder ich will meinen Computer tunen. Oder sowas ganz Abstraktes wie, ich hätte gerne solargetriebene Rollerblades. Das ist dieses, man muss diesen Gedanken haben und dann suchen die sich irgendwen. Und da muss dann die Infrastruktur sein. Es muss jemand da sein, den man fragen kann. Wenn niemand da ist, dann geht das ganz schnell, schlägt das in Frustration um. Und das ist das, was im Schulsystem passiert. Wenn ich meinem Lehrer früher gesagt hatte, hey, ich würde gerne mal wieder aus dem Biobereich rausfinden, wie... Was eigentlich passiert, wenn ich bestimmte Algen, waren damals so mein Thema, bestimmte Algen im Schulgarten mal zusammenschmeiße und die natürlich bekämpfen will mit einem Fressfeind, hätte er mich schräg angeguckt, weil das macht man nicht. Und genauso ist das halt dann im Physik- oder Technikbereich. Das wird, ja, die werden demotiviert und diese Frustration bleibt dann bestehen. Also wenn man mehrfach gegen eine Wand läuft, hat man irgendwann keinen Bock mehr und denkt, das ist doch alles scheiße, die können mich mal. Und macht irgendwas anderes. Und da gehen ganz viele Potenziale verloren. Und das ist wirklich einfach nur, ich gebe die Infrastruktur und ich mache die so bekannt, dass man auch weiß, dass man mich ansprechen kann. Und dann funktioniert das. Mhm. Sehe ich auch so. Lass uns noch mal kurz Tipps geben an Personen, wenn du starten willst. Du hast keine Ahnung, bist gar überhaupt, aber findest das eigentlich ganz interessant. Was würdest du empfehlen, wie man startet? Um Makerspace aufzumachen oder? Nee, um Maker zu werden, also so überhaupt das mal auszuprobieren, ob das was für einen ist. Ich glaube, das Beste ist, in den Keller oder auf dem Dachboden zu gucken, was liegt da an kaputter Elektronik oder an kaputtem Zeug rum, was ich gerne verwenden möchte, aber schon seit langem nicht mehr verwendet habe und auch nicht weiß, wie ich es repariere. Das ist der erste Punkt. Und dann sich bewusst die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich mache das auf. Einfach nur reingucken. Und wenn man dann sagt, ich habe keinen Plan, was ich da sehe, ist das genau das Richtige, weil dann kann man nämlich im nächsten Schritt einmal Google bemühen, Repair Café und den Wohnort eingeben, oder Makerspace und den Wohnort. Und man wird in fast allen Gegenden von Deutschland, außer so ganz auf dem Dorf, irgendwas finden und damit dahin gehen. Das ist wirklich so der erste Schritt. Oder wenn man jetzt gerade so ein Haus baut, was möchte man Cooles in dem Haus haben, was niemand anders hat? So dreieckige Steckdosen beispielsweise. Dafür gibt es 3D-Drucker. Dafür ist Makerspace da. Und das ist so dieses, ich will etwas von mir heraus tun, nicht jemand sagt mir was. Dann wird es noch die Frage geben von Eltern, die irgendwie Kinder haben, die sie gerne vielleicht dazu ermuntern wollen. Was machen die? Was sollen die machen mit ihren Kindern?
Zuhören. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Kinder erzählen ständig, also ich habe selber einen kleinen Bruder, der ist 4 ist, 5, der erzählt ständig, was er machen möchte. Und das wird meistens abgetan. Und ich bin jetzt nicht da Elternteil, deshalb kann ich das entspannt sehen, den einfach mal für voll nehmen. Und wenn der sein U-Boot für die Badewanne bauen will, dann habe ich das mit dem probiert zu bauen. Mit Seifenantrieb, das geht. Das ist der Einstieg. Und dann, wenn die einmal diese Atmosphäre kennengelernt haben, also man muss sie dann auch zu diesem Makerspace schicken oder mit ihnen dahin gehen. Und wenn sie das einmal kennengelernt haben, finden die das sehr, sehr schnell cool, weil das ist der Ort, an dem sie das dürfen, was sie zu Hause nicht dürfen. An dem sie auch mal so völlig komische Ideen durchführen dürfen, wo die Eltern sagen, Junge, hast du nur Scheiße im Kopf? Warum willst du unbedingt einen Toaster haben, der, wenn das Toast fertig ist, rot blinkt? Das ist doch unnötig. Und genau das machen. Und dann sie in Ruhe lassen, sie damit spielen lassen und die Unterstützung anbieten, aber nicht ihnen sagen, wir machen das jetzt mal so und so, sondern wenn, wir machen das jetzt mal, aber nicht wie. Sehr gut. Wenn du noch in die Zukunft guckst, Makerspace in 5 Jahren, wo siehst du das hier? Wir werden deutlich mehr haben. Ich denke, es gibt dann auch mobile Makerspaces, die durch die Dörfer fahren, relativ regelmäßig. Weil, was ist das, ein Bus oder was? Genau, und meistens ein Bus, wo dann die grundlegenden Geräte drin sind. Es wird viel mehr gegen Bezahlung geben. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es dann auch im Schul- und politischen Mainstream angekommen ist. Also, dass man nicht jedem erklären muss, was ein Makerspace ist. Dankeschön. Warte mal, ich komme mal ganz kurz neben dich. Dann machen wir mal einen gemeinsamen Cheese. Und ich muss noch, was ich noch machen muss. Du bist MINT-Botschafter. Moment. Genau. Wie wird man das? Eintragen. Ach so. Also ich bin tatsächlich, habe das gekriegt, als ich Botschafter des Jahres geworden bin für das Engagement im Youth-Forum. Das war 2015, weil ich das Mentorenprogramm da eben leite und wir deutschlandweit in Schulen Begeisterung für MINT-Fächer wecken und beziehungsweise zumindest probieren, dass die Schüler nicht mehr sagen, MINT ist scheiße, sondern akzeptieren, dass es da ist und dass es sinnvoll ist. Das ist mittlerweile leider die Baseline. Wenn wir Begeisterung wecken, sind wir echt froh. Okay, danke dir. Gerne. Bis dahin.